So, unser nächster Gast sitzt, meine Damen und Herren. Schaut ihn euch gut an. Aus Köln kommt er. Guten Abend. Christian Hossers aus Köln. Hallo Christian. Hi. 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 So, Stefanie beginnt. Aber erst werden wir unseren Zuschauern verraten, warum wir Christian eingeladen haben. Das ist der Schlagzeuger von Black Föss. Ja. Er sieht nach Musik aus, ne? Ja. Ja, ganz sicher. So, und los geht's. Die Musiker. Stefanie bekommt natürlich, Stefanie bekommt einen Ratehinweis. Und ich sag nur so viel, hoch ansteckend. Hoch ansteckend? Hat es was mit Strom zu tun? Mit Ladekabeln? Nein. Mit Kabeln nicht. Okay, nichts mit Kabeln. Aber okay, hoch ansteckend. Hat es was mit Krankheiten zu tun? Nein. Sind Sie elektrisch geladen? Nein. Aber es ist eine Eigenschaft, die Ihnen angeboren wurde? Ist es ein Talent? Boah. Sie können etwas besonders gut. Man kann ansteckend, hoch ansteckend. Sind Sie magnetisch geladen? Nein. Hat das was mit Magnet? Hat das was damit zu tun? Magnet? Magnetismus? Nein. Nein. Hoch ansteckend. Ist das Wörtchen hoch wichtig? Nein. Nein, kann ja sein. Ich versuche den Schritt. So, Christian, die ersten 200 Euro. Ja, sehr gut. Jörg? Lieber Christian, Sie sehen sehr lustig aus. Ja, oben genau. Ansteckend. Lachen ist richtig. Ansteckend. Hat es was mit Lachen zu tun? Ja. Boah, auch. Sind Sie Witzeerzähler? Nein. Haben Sie Lachgeräusche eingespielt? Nein. Haben Sie aber ein Gerät erfunden? Nein. Haben Sie was programmiert? Nein. Haben Sie was mit Karneval zu tun? Nein. Können Sie ein Musikinstrument? Gar nicht. Nein. Nein. Aha, gut. Gibt es, oder sind Sie der Erfinder einer Figur, die wir kennen? Oh. Es gibt manchmal so Fragen, die kann man nicht so eindeutig beantworten. Doch. Ja. Ja. Moment, aber das ist so. Ja, das ist so. Die Tatsache, dass Sie sie nicht beantworten können, finde ich, hilft. Also das ist ja schon. Ja. Deswegen, das heißt, deswegen sage ich es ja so. Ja. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Aber wenn wir es jetzt eindeutig mit Ja beantwortet hätten, hätten wir euch in die völlig falsche Richtung gejagt. Okay, also von daher, 400 Euro sind es. Läuft. Es ist noch ein bisschen was. Läuft. Ist noch ein bisschen was im Topf. Christian, sind Sie Comiczeichner? Nein. Aber Sie zeichnen. Nein. Sie haben eine Figur entwickelt. Nein. Gut, dass wir die nicht kennen. Jetzt, okay, also, wir suchen etwas, was Sie erfunden haben. Nein. Sind Sie mit etwas berühmt geworden? Ja. Haben Sie ein Kostüm an? Nein. Ich ahne was. Etwas, ist es eine Stimme? Ich weiß es. Nein. Hätte ich gedacht, so schlecht. Ja, es ist keine Stimme, aber es ist eine Figur, die mit Ihnen verbunden wird. Streng genommen nicht. Ist es Text? Also ist es eine erfundene Figur, die in einer Literatur auftaucht? Deswegen habe ich gesagt, wir schicken euch mit der Figur in die falsche Richtung. 600 Euro. Erfolgreich. Du bist noch nicht da. Du bist noch nicht Gehen Sie auf Bühnen. Wo? Im Zuge dessen, was wir suchen. Ja. Gehen Sie auf Bühnen. Aber Sie gehen verkleidet auf. Man Nein. Machen Sie was mit Ihren Augen, wenn Sie auf der Bühne sind? Weil das ist sehr beachtlich, wie die Pupille. Nein, machen Sie nicht. Er guckt halt, ne? Ich hab die Augen dann auf, ja. Er schläft nicht auf der Bühne. Ist das eine humoristische Geschichte? Humoristisch. Nee, humoristisch. Animieren im Sinne von anstecken. Animieren Sie Menschen, etwas schnell mitzumachen. Sie. Ja. Und Sie schaffen es sehr schnell, hoch ansteckend, sehr schnell Menschen zu etwas zu bringen, was sie sonst nicht täten. Auf der Bühne. Kann man so sagen. So, wir sind bei 800 Euro.
Und Stefanie behauptet ja, sie wüsste es. Naja, und du kannst jetzt lösen. Glänzen. Ja, ich bin jetzt kurz wieder weg. Ich habe gedacht, er ist der Erfinder des Lachsacks oder er gibt die Stimme dem Lachsack. Oder er ist halt einfach jemand, der mit ins Studio gesetzt wird, lachen muss und dann lachen alle immer mit. So ein Lachanimateur für Comedy-Sendungen. Ah, eine schöne Idee, aber nein. Na gut. Lachkurse gibt's doch. Ja, ja, ich wollte auch sagen, es gibt Lachen zum Entspannen. Man kann ja Lachen lernen. Ja. Es gibt Lachseminare. Sie sind Lachseminar-Veranstalter. Nein. Lassen Sie mich doch bitte einmal aus. Okay. Kann man auch nicht. Der möchte jetzt endlich die letzten 200 Euro haben. Deswegen. Nee. Okay. Die schönste Lache. Christian hat doch keine Zeit. Ja, du musst jetzt. Schönste du bist Lache Deutschland. Er steckt Leute mit dem Lachen an. Ja. Lachweltmeister. Kann am längsten. Ich weiß was. Soll ich mal? Im Zweifel hat er einen Rekord. Ja. Kann ich sagen. Ich habe Vermutung. Pass auf, dann sage ich den Rekord. Ja, und du machst dann die richtige Lösung. Die Weltmeisterschaft. So, mach. Sie sind Weltrekordhalter im Wettlachen. Ja. Nein? Oh. Nein. Nein. Alle 5 Jahre findet in Osaka die Weltlach-Weltmeisterschaft statt. Und ein Kriterium ist bei der alle 5 Jahre stattfindenden Weltlachmeisterschaft in Osaka, dass du 50.000 Menschen in kürzester Zeit anstecken musst, dass sie genauso herzhaft lachen wie unser Gast. Er ist der Weltmeister im Anstecken von Lachen, Weltmeisterschaft Osaka vor 5 Jahren. Wir werden den Weltmeister im Lachen garantiert noch recherchieren und euch dann hier auch präsentieren. Aber Christian Horsters ist es nicht. Alles war nicht richtig. Und deswegen, Christian, herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Und auch jetzt noch keine Idee? Christian ist bekannt. Man nennt ihn auch den DJ der guten Laune. Und damit ist er zu einem echten Internetstar geworden. Über 25 Millionen Menschen haben sich diese verrückten Videos von Christian schon angeschaut. Und dem kann sich keiner entziehen. Hoch ansteckend. Christian Horsters aus Köln. Sein Motto: Spaß to go. Damit fährt er gut. Und dreht nicht nur etwa am Rad, er dreht auch ab. Als DJ der guten Laune wurde ich durch meinen ekstatischen Auftritt mit insgesamt 25 Millionen Klicks zum Internetstar. Seit über 40 Jahren ist Christian leidenschaftlicher Hobby-DJ. Der Mann mit dem ganz besonderen Move. Genau das lieben seine Fans. Es kommt aus mir raus, klebe drin auf und inspiriere, glaube ich, auch die Leute vor mir. Und es ist sehr, sehr intensiv. Auch im Mai 2010 dreht er mit Wonne auf. Oder besser, durch. Auf einer Hochzeit habe ich aufgelegt und wurde dabei gefilmt. 4 Wochen später kriege ich einen Anruf, ja, ich bin der so und so. Und ich habe mich da gefilmt und das bei YouTube hochgeladen. Ist das für dich in Ordnung? Ich sage, ja, schön. Christians Ganzkörperextase wird in wenigen Wochen kaum zu glauben. 5 Millionen Mal geklickt. Is everybody on the floor? A Star is Born. Der DJ der guten Laune. Der macht schon Party, oder? Es hat ja mir ein ganz, ganz neues Leben eröffnet. Ich bin ja zu meiner Berufung gekommen. Aus anfänglich 5 Millionen Klicks werden sagenhafte 25 Millionen. Ein weltweiter Hype. Der Erfolg von diesem Video hat mein Leben total verändert und mich dahin geführt, wo ich hingehöre. Denn jetzt hilft er nicht nur den Tanzwütigen, sondern auch bei Essensausgabeaktionen. Und was wir machen, ist, dass wir Lebensmittel retten bei Bäckereien und Supermärkten und wir verteilen sie. Also jeder bekommt da was. Und den DJ gibt's umsonst dazu. Denn nichts ist so ansteckend wie, genau, gute Laune. Cool. Super. Ja, Christian, ich glaube, wir können mit Fug und Recht sagen, ohne das Internet säßest du heute nicht hier, aber du würdest natürlich trotzdem Musik auflegen und ekstatisch dazu tanzen. Sag mir noch eins, ja, dein Lieblingsmusikstil, was ist wirklich entscheidend, damit es auf einer Party auch funktioniert? Ich sage ja immer, bei guter Musik kannst du draußen auf dem Parkplatz feiern, ja, aber wenn die Party noch so dolle ist, aber die Musik nicht stimmt, dann ist halt Mist. Also was ist der ultimative Tipp?
Was ist deine Lieblingsmusikrichtung? Ist es so funky? Ist es? Mein Clou zum Glück ist ein anderer. Wenn ich so in diesen Gesellschaften das gemacht habe, ich habe da Wunschzettel verteilt und die haben mich inspiriert, weil ich bin kein Schlagerfan, aber wenn da jetzt Schlagerfans sind und die, dann wollen die Helene Fischer oder was, dann tanzen die auf den Tischen, dann bin ich dabei. Also da gibt's so Volksmusik oder irgendwas ganz Hartes, das spiele ich nicht, das kann ich nicht. Aber ansonsten das ganze Spektrum, die müssen abgeben, die müssen die Party ihres Lebens haben und das ist mir immer wieder gelungen. So, genau so ist es. Ein richtig guter DJ spielt nämlich das, was sein Publikum hören will und nicht das, was ihm gefällt. Wenn wir hier wieder richtig feiern können, wenn wir hier irgendwann wieder eine richtige fette Abschiedsparty feiern können, Christian, dann bist du dabei. Das verspreche ich hier an dieser Stelle schon mal. Er ist immer der letzte Gast. Immer der letzte Gast. Ja?